Ja, hallo, da sind wir dann auch schon wieder. Ja, samt Zombies und allem, was hier noch so kreucht und fleucht. Lebensenergie regeneriert sich gerade noch. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Gegner sehe ich jetzt im Moment nicht. Das ist auch ganz schön. Denn ich möchte es. Oh, da ist ein Zombie, da ist ein Zombie. Hier, komm her. Garstiger Zombie. Ich hoffe jetzt bloß kein Creeper mehr. Das wäre ganz schön. Da hätte ich jetzt nämlich wenig Lust drauf. Obwohl hier natürlich in jeder Ecke irgendwo einer lungern kann. So groß, wie das Ganze hier wieder gehalten ist. Noch ein Spawner. Noch ein Skelett-Spawner. So, wir buddeln uns mal hier kurz ein. Das mache ich mal schnell. Und dann werden wir hier wieder ein bisschen gucken, dass wir Skelette farmen können. Ist das krass, schon wieder ein Spawner gefunden. Heftig, was ist denn hier los? Ey, sag mal, das geht ja gar nicht. So, Erfahrungspunkte, weil ich brauche jetzt ja wieder Erfahrungspunkte. Meine sind ja weg. Die haben wir ja leider verloren. Ah, ja, hier, komm her. Es gibt jede Menge Knochen und Pfeile. Och, ist das schön. Deshalb farme ich das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen. In der Hoffnung, dass da noch mehr bei rauskommt. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, das war's dann schon. Schade. Tja, das war's dann wohl wirklich. Na gut, aber zumindest schon wieder ein Spawner. Es ist der Wahnsinn, wie viele Spawner wir hier finden, ne? Krass. Warum gibt's denn hier so viele? Also nicht, dass ich mich beschweren möchte, ne? Das auf keinen Fall. Aber seltsam ist es trotzdem. Na gut, den Eimer lasse ich. Also den Sattel kann ich. Ja, gut, den einen lasse ich hier. Also was ich, glaube ich, lieber mitnehmen möchte. Das Redstone erst nicht. Die Erde kann ich mal hier lassen. Genau, und dann kann ich nämlich meinen geliebten Moosstein mitnehmen. Also was mich nur gerade wundert, wie viele Zombies hier anscheinend sind. Das ist gerade so ein bisschen heftig, oder? So zombie-mäßig scheint es hier ordentlich abzugehen. Uah! Oh! Oh! Creepy McCreep, du kommst uns nicht zu nahe! Oh, wo kam der denn her? Eieiei. Irgendwo hier muss er aufgetaucht sein oder ist uns die ganze Zeit gefolgt? Boah, das ist ein kleines, fieses, grünes Ding, ne? Taucht er einfach so unverhohlen hier auf? Ohne irgendwie ein Wort zu sagen. So, wir gucken, ich glaube, dann nehme ich das hier weg, weil ich nehme lieber sein Pulverchen mit. Und hier geht's richtig ab. Also hier ist gerade richtig Action, wenn man das hört, was da die Zombies so alles anstellen. Richtig Party, wie es aussieht. Und die müssen irgendwo hier hinter der Wand sein. Also entweder ist da noch ein Spawner, oder ich weiß auch nicht. Also so ganz sicher bin ich mir jetzt noch nicht. Wir gucken natürlich, wo das Ganze herkommt. Wir müssen dem Ganzen natürlich auf den Grund gehen, ist ja klar. Ich glaube, das muss über uns sein. Also auf jeden Fall geht's richtig, richtig ab. Das schließt eigentlich wirklich schon die Sache aus, dass das eine normale Begebenheit ist. Ich denke eher wirklich, dass ein Spawner. Und hier irgendwo, ne? Also wenn, dann hier. Also wir gucken mal. Ich schließe mal alles aus, aber es kann natürlich auch wieder über uns sein oder unter uns. Ist alles möglich. Oh, ach so, was machen wir jetzt hier mit? Schwierige Sache. Also ich brauche eigentlich sowieso Platz. Verdammt, wie mache ich denn das jetzt? Boah, jetzt wird's wieder haarig. Was? Hier, das ist ja gar nicht mal so schlimm. Und die Sache ist, jetzt kommen wir wirklich bald ans Problem. Ich brauche. Ach, da ist wirklich noch ein Spawner. Ist das der Wahnsinn? Das ist echt der Hammer, oder? Ein Spawner jagt den nächsten. Ein Licht machen. So, kurz ein bisschen reinsetzen. Also, wo kommen die ganz. Also, vor allen Dingen, warum sind hier so viele beieinander? Also, ich möchte mich ja. Ah, okay, hier ist dann außerhalb. Okay. Ich möchte aber nicht außerhalb. Ich möchte, wenn, dann in dem Spawner drin auftauchen. Ich möchte mir erstmal so einen Überblick verschaffen, ob da überhaupt so eine. Ah, da ist eine Öffnung. Okay, und da sind einige Zombies. Also, nicht gerade wenig. Eieiei, das ist richtig heftig hier, was abgeht. Okay, machen wir hier mal hier ein Lichtchen hin, würde ich sagen.
Puh, und ich hatte mir Themen vorbereitet, dabei brauche ich gar nichts erzählen, weil hier geht schon richtig die Post ab. Aua. Ist ja mal krass. Durch dummen Zufall findet man hier was und findet dann auch mehr. Oh ja, wir metzeln uns hier durch die Gegend. Wow. Ich hoffe jetzt bloß, dass nicht noch mehr auftauchen. Der kommt nicht rein, so wie es aussieht. Weil der nicht hüpfen mag. Ja, dann hauen wir ihn nochmal weg. Na komm, 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 komm. Komm ran, komm ran. Komm's ran, komm's ran. Hier gibt's was zu sehen. Na, eigentlich nicht wirklich. Nein, ich will dahinter den Stein, genau. Ich will das hier zumachen. Dass ich hier erstmal sicher bin. Oh. Ja, ja, jetzt wird's interessant. Was haben wir denn hier drin? Redstone. Ah, verdammt. Und ich hab... Oh. Ah, komm, hier nehmen wir den Eimer. Den lassen wir da. Und das Fleisch auch. Hier kommt, das braucht kein Mensch. Brote. Und eine Schallplatte. Wir haben eine Schallplatte gefunden. Wie geil. Dafür muss ich irgendwas hier lassen. Es ist nur die Sache, den Kies, genau, den Kies können wir dafür hier lassen. Der ist doch längst nicht so wichtig wie diese Schallplatte. Ei, wie geil, oder? Eine Schallplatte gefunden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal gehabt überhaupt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir... Also hier sind immer noch so viele Zombies am Röcheln. Ist hier noch ein Spawner? Unwahrscheinlich eigentlich, dass dann gleich drei Stück beieinander sind. Aber na gut, okay, wir haben jetzt schon zwei direkt beieinander gefunden. Warum soll da nicht noch ein dritter sein? Ist das geil? Es ist so heftig. Also muss man erstmal irgendwie drauf klarkommen, ne? So, Diamanterz haben wir, Golderz, Kohle, normalen Stein. Ich pack mal den Pflasterstein weg, denn ich würde wirklich gerne diesen anderen Stein hier noch mitnehmen, den wir da haben. Genau, den Stein, den möchte ich nämlich mitnehmen. Ich hoffe, jetzt haben wir alles. Ach, der hier hinten ist auch noch einer. So, die Sache, wie komme ich denn da jetzt am ungünstigsten ran? Ohne, dass ich zu sehr mein Leben riskiere. Ja, genau, so mein... hier, komm her. Stirb. Da unten ist auch einer. Der kommt nochmal näher ran. Ja, natürlich schön blöd. Lass mal kurz gucken, dass ich hier ausleuchte. Irgendwie so ein bisschen. Verdammt. Oh, nein. Und ich kann mich hier nirgendwo zubauen. Das heißt, ich muss erstmal hier hingehen. Puh, denn unsere Lebensenergie, wir sehen es, ist echt mickrig. Das ist ungut. Das heißt, einen neuen Kampf überstehen wir dann nicht gerade. Ei, geht das hier ab? Das geht ja mal richtig ab. Voll geil. Wir haben eine Schallplatte. Ist das cool. Ja, und da unten stehen sie. Ich warte jetzt nochmal, bis die Lebensenergie sich regeneriert. Da ist der eine. Hier müssen noch mehr sein. Das ist irgendwie ein bisschen wenig für die Zombies, oder? Oh, und dass der hier hochspringen kann, einfach so. Das macht mir so ein bisschen Sorge immer. So, da kommt nochmal. Ja, sehr schön. So, dann machen wir doch mal hier kurz Licht. Ah, und dann sind wir an einer uns bekannten Stelle. Sehr schön. Wow, irgendein Skelett, was da auf uns ballert. Fackel hinsetzen. Ich glaube, ich muss mal diese Bewegung höher stellen, dass ich mich schneller drehe. Ist mir ein bisschen zu langsam auf Dauer. Oh, kurz erholen. Also, jetzt höre ich erstmal nichts weiter. Okay. Das heißt, dann können wir hier zumindest erstmal fröhlich abbauen. Ist das Hammer. So viel geile Sachen gefunden. Vor allem... Ich weiß gar nicht, ob wir schon... Haben wir schon so ein Musikinstrument? Also so eine Musikkiste, dass wir uns Schallplatten anhören können? Ich glaube, habe ich noch nicht gebaut, ne? Weil wir bisher noch gar keine Schallplatten hatten. Dann müssen wir das jetzt nachholen. Ist dann jetzt Pflicht, ja, dass wir das machen? Oh nein, wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich habe jetzt... Habe ich jetzt irgendwo noch... Ja, die Sache ist, wenn ich jetzt hier normale Steine nehme, dann kriege ich ein Problem. Ja, Erde brauche ich nicht. Kleinen Moment mal bitte. So, dann mal ruht sich weiter hier, wir müssen noch was schaffen. Ich muss ja jetzt hier irgendwie wieder raus. Ich glaube so, okay, reicht nicht ganz. Ah doch, so passt es, sehr schön. Und dann haben wir wieder ein paar Steine, die ich hier benutzen kann. Ist das so krass, ich bin einfach nach wie vor total überwältigt, muss ich sagen.
Über das ganze Glück, was wir hier haben. Ein bisschen Kohle noch mitnehmen. Ja, also was ich zum Beispiel heute so mir noch rausgelegt hatte, ist PGR 5, hatte ich mir ja aufgeschrieben auf so einem kleinen Zettel. Ich weiß nicht, PGR, Project Gotham Racing, wird dem einen oder anderen vielleicht noch was sagen. Ist ja auch immerhin schon doch eine relativ bekannte Spielreihe, die es seit der alten Xbox gibt. So unter den Kennern ist PGR 2 eigentlich so der absolute Favorit. Muss ich auch sagen, also kein Teil kam da jemals wieder ran. Klar, PGR 3 und 4 waren auch nicht schlecht, aber halt um Längen nicht so gut wie manch anderes. Jetzt habe ich hier schon Golderz. Achso, da ist schon Golderz. Ah, okay. Deshalb konnte ich das aufnehmen. Ich habe mich schon gerade gewundert. So, Mensch, warum kannst du Golderz aufnehmen? Ich wollte gerade schon mal Platz machen für irgendwas. So, das haben wir. Ich mache mal kurz Licht hier hin. Nicht, dass ich was übersehe. Ja, und zwar die Lucid Games. Sagt einem wahrscheinlich gar nichts, hat mir auch nichts gesagt. Also ich habe jetzt auch nichts gefunden. Okay, ich habe auch nicht so exzessiv gesucht. Vielleicht hätte ich dann doch was gefunden über die, was die bisher gemacht haben. Aber scheinen doch relativ ein junges Studio scheint das zu sein. Denn die setzen sich aus ehemaligen Mitarbeitern von Codemasters und Creepy McCreep und Scheiße. Ich muss hier weg. Verdammt. Nein, das ist die falsche Richtung. Er ist nicht mehr hinter uns. Oh Gott sei Dank. Puh. Dann kann ich ja das Eisen hier ruhig abbauen. Wahrscheinlich kommt er jetzt. Oh, da hinten sehe ich ihn. Da hinten ist er. Und hier ist ein Pfeiltyp. Hier ist einer mit Pfeil und Bogen. Der ist. Was? Scheiße. Alter. Also kurzfristig ist mein Herz gerade komplett stehen geblieben. Ey, das gibt's nicht. Was ist denn jetzt los, ey? Ich habe das sonst nie krepiert. Warum jetzt auf einmal? Oh, das heißt schon wieder dahin und alles wollen. Ne, auf jeden Fall, ich erzähle jetzt einfach mal weiter, um mich selbst ein bisschen zu beruhigen. Tief Luft holen, ganz tief Luft holen. Eieieiei. Ja, und zwar diese Lucid Games. Wie gesagt, also von Codemasters sind da welche dabei, von Ubisoft Reflections hieß das Studio, glaube ich, was mir auch gar nichts gesagt hat. Und dann von Bizarre Creations, dem ursprünglichen Schöpfer von PGR. Da sind wohl einige Mitarbeiter davon mit an Bord bei diesem Studio. Wird zumindest gemunkelt, genaues weiß man da nicht. Das Studio wurde von Microsoft neu ins Leben gerufen, so wie das jetzt den Anschein hat. Scheint da wohl indirekt mit zu den Microsoft Game Studios zu gehören oder für die zu arbeiten. Und die haben jetzt mehr oder weniger auf ihrer, ich glaube es war die Facebook-Seite, wo sie es geschrieben hatten, haben sie jetzt geschrieben, soll es natürlich heißen, dass es jetzt Mitte Mai eine neue Ankündigung geben wird, wo es dann etwas Neues gibt zu einem neuen Projekt. Und da wird jetzt sehr stark vermutet, da es ein Microsoft-internes Studio zu sein scheint, dass es halt ein Exklusivtitel für die Xbox 720, wenn man es denn so nennen mag, sein wird. Oder halt irgendwas anderes. Also jetzt Xbox 720 ja doch wahrscheinlich, dass es das ist. Ich muss mal kurz gucken, konzentrieren, dass ich alles aufnehme. Ja, und da fängt es schon an, da kann ich schon das erste wieder nicht mitnehmen. Scheiße. Was? Achso, oh, wegen den Klamotten wahrscheinlich, oder? Nee. Wegen irgendwas anderem. Das ist ja jetzt komisch, warum kann ich meine Sachen nicht mitnehmen? Warum zur Hölle kann ich das nicht mitnehmen? Verstehe ich gerade nicht, weil ich habe jetzt eigentlich nur. Ich habe garantiert irgendwelchen Schrott dabei, den ich vorher nicht dabei hatte. Eisenerz. Pflasterstein, genau. Pflasterstein muss man weg. Dann nehme ich nämlich den Eimer lieber wieder mit. Ist hier noch mehr von mir? Ich sehe jetzt da nichts weiter rumliegen. Also zumindest habe ich die Schallplatte wieder. Das ist mir persönlich mit das Wichtigste. Und jetzt sehe ich mal zu, dass ich hier wieder wegkomme, ja. Weil das ist mir dann doch zu brenzlig. Ich bringe jetzt erstmal nämlich die Sachen nach oben. Das ist, glaube ich, am wichtigsten. Uiuiuiuiuiui. Oh Mensch, haarige Situation hier gewesen, ne? Ständig irgendein Creeper, der uns. Vor allem, wir sind doch noch nie so oft wegen denen gestorben. Na gut, der ist direkt vor unserer Nase explodiert. Kann sein, dass der dann so viel Wumms hat,
dass er uns dann wirklich mit ins Jenseits reißt. Naja, um mal auf diese Lucid Games zurückzukommen und PGR 5, auf jeden Fall wird da halt gemutmaßt, wie gesagt, Xbox-exklusiver Titel für die neue Xbox, sagen wir mal 720, das hält sich ja ganz gut bisher, dieser Name, überall bei den ganzen Gerüchten wird der ja immer angegeben, obwohl es halt nicht, definitiv nicht der Name sein wird der neuen Konsole. Wie gesagt, Exklusivtitel dafür und so wie es aussieht, soll es wohl laut Gerüchten sich dabei dann um PGR 5 handeln, fände ich natürlich super geil. Andererseits muss man natürlich sagen, ziemlich große Erwartungshaltung, wenn es denn ein neuer PGR-Titel ist. Also allzu viel Neues kann man da nicht machen. Man sollte sich dann eher wieder, ich sag mal so, am zweiten Teil orientieren. Vielleicht ein bisschen Kombination mit dem vierten, wo man auch Motorrad fahren konnte und so. Das war ganz schnieke gemacht. Aber ich muss sagen, mir persönlich hat auch der zweite Teil am besten gefallen. Alles, was danach kam, war schon nicht schlecht. Der dritte Teil war da auch noch ziemlich nah dran mit dem ganzen Kudos-System, zum Beispiel mit diesem Slalom-Sprint, wo man dann zwischen Hütchen hindurchfahren musste, meistens driftend, um Kudos-Punkte zu bekommen und halt so viele wie möglich aneinander rein musste von diesen Hütchen. Das heißt, man hat nämlich, man ist durch ein Hütchentor durchgefahren und dann hat man nur eine begrenzte Zeit gehabt, um ans nächste Hütchen zu kommen. Das heißt, man musste auch ziemlich schnell durch das ganze Ding durchrasen. Und das war so der Trick bei der Sache, das dann hinzukriegen und dann diese einzelnen Medaillen da zu schaffen, zum Beispiel Platin, das war immer nicht so einfach, aber echt extrem herausfordernd. Da saß man wirklich Stunden davor und hat dann immer wieder die eine einzige Karte geladen oder das eine einzige Level, um das halt zu schaffen. So, und ich hoffe, es war jetzt nichts Böses. Ich glaube, es ist Nacht, das heißt, ich kann schlafen. Oh Gott sei Dank, ich kann schlafen. Puh, nehme ich erstmal pennen, bevor hier irgendwie zu viel garstige Sachen spawnen ringsrum. Und dann können wir jetzt die Sachen ordentlich wegpacken. Puh, eieiei, das war haarsträubend, oder? Ja, also finde ich auch. Das war heftig. Noch einen Sattel haben wir hier. Und ich muss mal anfangen, wieder meine Sachen zu sortieren. Diamanterz. Redstone-Erz, Eisenerz. Also immer die Blöcke natürlich jeweils nur. Oh, ist das hier Kohle? Die Kohle muss ich jetzt irgendwie zerkloppen. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt anstelle. Ich versuche mir da mal was einfallen zu lassen. So, kurz gucken. Alles wieder an den richtigen Platz. Bogen ist gleich hin. Eieiei. Ansonsten gehen wir einfach mal wieder zurück. Das können wir natürlich auch machen. Achso, nee, die Pfeile sollte ich behalten. So, die Knochen können hier rein. Das Stroh, das hier. Den Stein, die Gleise. Das bleibt auch erstmal noch bei uns. Wo ist meine kaputte Schaufel? Ach, die ist schon kaputt. Ah, okay, die kaputte Schaufel hat es dann halt zerrissen. Ist jetzt auch nicht so wild. Da haben wir normalen Redstone. Hier haben wir die Fackeln. Okay, das Holz. Sieht soweit ganz in Ordnung aus. Die Sache ist jetzt bloß, das ist bald hin. Sehen wir ja. Und alles andere müssen wir jetzt mal so nach und nach zurückschleppen. Das heißt, was ist denn erstmal wichtig? Das auf jeden Fall. Und dann, ich nehme jetzt erstmal nur die wichtigen Sachen mit, also alles, was extremst wertvoll ist. Jetzt mal kurz um durchgucken, nicht, dass da noch was dabei ist. Fäden, Pflasterstein, Bemooster. Truhen, nee, das eher nicht. Also das hier auf jeden Fall, die müssen mit. Der normale Stein, Kohleerz muss ich ja noch zerlegen. Hier ist auch nochmal normaler Stein. Ansonsten, ja, die Knochen, das und die Truhen kann ich schon mal mitnehmen. Jetzt hoffe ich natürlich, habe ich die Wolle mitgenommen? Nee, die Wolle habe ich nicht mitgenommen. Ich hoffe natürlich jetzt, dass jetzt hier bei uns keiner vor der Tür steht. Ich esse mal kurz was. Achso, nicht darauf klicken. Weil hier sind so viele Zombies gerade in der Nähe, ne? Das ist gerade so ein bisschen seltsam. Nee, auf jeden Fall, ich bin halt gespannt, was da kommt. Also mit Mitte Mai, man hat so gemunkelt bei diesem PGR 5. Bei dem also wenn es das denn ist, dass halt Mitte Mai, na gut, der 21. Mai hat man gesagt, kann man noch halbwegs so als Mitte Mai deuten. Und dann wird halt so gesagt, naja Mensch, vielleicht wird das vorher angekündigt, kurz ein paar Tage vorher. Und dann aber auf der Präsentation am 21. wird man den Titel dann zeigen. Und naja, wie gesagt, Erwartungshaltung ist groß. Und vor allen Dingen, wenn es dann der erste Titel ist oder eines der Starttitel für die neue Xbox, dann muss er natürlich erstens spielerisch absolut überzeugen, ja, indem er halt wirklich dieses Original-PGR-Feeling aufgreift, was man damals hatte. Ich hoffe nicht, dass man da irgendwie auf die Idee gekommen ist, so, hey, wir müssen das Ganze revolutionieren und uns auch was komplett was Neues ausdenken. Das wäre echt Mist. Das würde nämlich nicht funktionieren, bin ich zumindest der Meinung. Das würde eher nach hinten losgehen.
Und da muss er halt auch grafisch, weil PGR war grafisch eigentlich immer doch ziemlich gut mit dabei an vorderster Front, muss halt auch grafisch, gerade weil es ein Rennspiel ist und weil man da eh noch mehr Wert drauf legt als bei manch anderen Sachen, muss es dann echt zu überzeugen wissen. Ich hoffe natürlich, dass die Jungs das hinkriegen. Denn ich werde ja mir die neue dann versuchen, je nachdem wie viel es dann kostet, gleich zum Release zu holen. Werde dann auch ein Unboxing-Video natürlich machen, wenn es soweit ist. Es ist alles noch Utopie. Wer weiß, wie das dann alles wird. Vielleicht gibt es gar keine neue Xbox, das ist alles nur Fake und Microsoft sagt so, haha, ja, wir bringen nie wieder eine neue Konsole raus. Das war alles nur Verarsche. Wir wollten nur Sony ärgern. Wer weiß, was die so vorhaben, die Jungs. Bei den Redmondern ist man sich ja dann nie so ganz sicher. Ja, wir gucken einfach mal. Und von daher, es ist, man kann gespannt sein. Also ich bin sowieso total aufgeregt, was denn da alles gezeigt wird. Man munkelt ja auch, dass zum Beispiel EA einen, also nicht direkt EA als Entwickler, sondern als Publisher über eine andere Firma, also über ein kleines Entwicklerstudio, einen exklusiven Online-Shooter rausbringt für die neue Xbox. Das Gerücht hält sich jetzt schon seit knapp einem halben Jahr relativ hartnäckig. Ich vergesse bloß immer den Namen von dem Ding, muss ich dazu sagen. Von daher kann man auch gespannt sein, weil wenn, dann wird der höchstwahrscheinlich auch dort gezeigt werden, weil man möchte ja dann auf der Präsentation sich nicht lumpen lassen. Man möchte ja so wie Sony sicher auch erstmal alles Mögliche, was man exklusiv für die Konsole hat, zeigen. Das ist auch das, was bisher die meisten, ich sag mal jetzt, Konsolenentwickler, Experten, kann man das so nennen? So wie die Börsenexperten, so praktisch. Die Leute beschäftigen sich nur mit diesen Microsoft, Sony und Nintendo und sowas und analysieren das immer Ganze und geben da Wirtschaftsanalysen raus und halt auch Trends, zukünftige, womit die manchmal gar nicht so falsch liegen. Die haben da ziemlich vernünftige Ansichten, also nichts Utopisches oder sowas. Und da wurde halt nur gesagt von wegen, ja gut, okay, bei der letzten Generation gab es nicht mehr so viele Exklusivtitel, wie es vorher der Fall war, wie bei PS2 und der alten Xbox. Das ist so ein bisschen vom Nachteil geworden, weil das Ganze ziemlich verschwommen ist dann mittlerweile. Und man hat halt nur gemerkt, die paar Exklusivtitel, die es gegeben hat, die haben halt schon doch deutlich zum Verkauf beigetragen. Und wenn man jetzt am Anfang mit der neuen Konsole auf den Markt geht, dann müsste man auf jeden Fall mehr Exklusivtitel für die Konsole sich sichern. Bin ich persönlich auch der Meinung. Denn was schafft denn bitte mehr Anreiz, als wenn man da weiß, dieses Spiel gibt es nur da und das ist ja auch ein riesen Kaufgrund dann für einen, ne? Also für mich ja auch immer. Gut, okay, ich glaube nicht, dass ich ins PlayStation-Lager überwandere. Für mich kommt eigentlich wirklich nur Nintendo kommt nicht in Frage und also ansonsten eigentlich wirklich nur die Xbox. Spricht mich persönlich immer am meisten an, so Microsoft mit seiner Art und Weise, ja, persönlich. Ist meine persönliche Meinung, muss man ja nicht teilen oder verstehen können, aber hat ja jeder immer so seins, ne, was er halt am besten findet. Von daher kann man mal gespannt sein, was denn da alles so auf dieser Präsentation auf uns auf zukommt und ob vielleicht wirklich dieses PGR gezeigt wird. Wir warten der Dinge, die da kommen und sehen uns dann hoffentlich morgen wieder in alter Frische. In diesem Sinne dann, bis dahin, euer Mr. Zogger.